Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Für die Wii U. Und wir haben eben mit Mario gekämpft und starten jetzt direkt weiter durch mit Luigi. Im Klassikmodus natürlich. Und sind kampfbereit. Hoffe ich doch. Und ja, nachdem wir eben, also kinderleicht und leicht, werde ich wahrscheinlich... Wer weiß, vielleicht wähle ich es mal irgendwann, keine Ahnung, Standard. Nee, hatten wir eben schon. Denn mit Mario ist es ja schon fordernd gewesen. Fordernd. Schwierig wäre natürlich schwieriger. Es gibt allerdings ja auch noch Könner. Aber bin ich ein Könner? Mit Luigi wahrscheinlich nicht. Ein Experte bin ich mit Luigi auf keinen Fall, um Gottes Willen. Geschweige denn ein Profi oder was haben wir hier noch? Elite. Und bis rüber zu 9.0 kommen wir noch gar nicht. Aber ich möchte mit Luigi mich zumindest ein wenig vorkämpfen und wähle deshalb mal Stufe 3.5. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Von daher starten wir mit Luigi einfach mal auf 3.5. Und hauen hier gleich mal unseren Gegner weg. Unseren Rivalen, in dem Fall Kirby. Warum auch immer. Jede Menge Gegner, allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass die alle gegen mich sind, sondern ich glaube, das ist ein Free-for-All, tatsächlich ein Battle Royale, ja, jeder gegen jeden. Von daher achten wir einfach nur darauf, dass wir den Angriff hier den seitlich B nicht unbedacht einsetzen, denn der Angriff könnte mich hier mal richtig weghauen. Und es ist schon mit 8 Leuten echt sehr chaotisch. Ich bin hier irgendwie in... lass mich doch in Ruhe. Pokémon! Es ist schon extrem chaotisch, aber gut, dafür ist Smash hier irgendwo auch bekannt und beliebt. So, und ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir es hier nur noch gegen Kirby zu tun, aber Ness ist tatsächlich auch noch zurückgekehrt. Ach, und Kirby hat einfach eine zu hohe Reichweite. Ich krieg den nicht. So, weg mit dir. Und Ness macht ebenfalls den Abflug mit dem... Ich weiß gar nicht, wie die Attacke heißt. Luigi Super Hand Peaks. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Super Luigi Hand Peaks finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin dafür. Und bin eigentlich ganz froh, dass ich hier Kirby gleich mal weggehauen habe. Dann widme ich mich einfach direkt dem nächsten Super Field Smash. Und Achtung Eindringling. Was macht der denn hier und was heißt das? Keine Ahnung, was ein Achtung Eindringling ist. Riesen Little Mac, alles klar. Da ist Team Blau. Ist Team Blau natürlich arg im Vorteil. Aber ihr seht's, die Abwechslung. Die Abwechslung ist auf jeden Fall gegeben in dem Spiel. Und Riesen Little Mac hier auf dem Boden ist natürlich extrem gefährlich. Da sollte man wirklich sehr aufpassen. Aber noch habe ich das Gefühl, wir haben es im Griff. Und ja, wir haben es definitiv im Griff. Der einzige Gegner hier ist nämlich noch Glurak. Und hier sieht man auch nochmal schön die bunte Aura, die die Mitgliedschaft in einem bestimmten Team, in dem Fall Rot, signalisiert. Und ja, ich würde sagen, die Ausbeute hier ist definitiv nicht schlecht. Kann sich soweit sehen lassen. Und auch den Eindringling haben wir weggehauen.
Ich werde den nächsten eindringlich. Ich werde ihn wahrscheinlich einfach jetzt mal nutzen. Den guten Little Mac. Auch wenn er jetzt hier wahrscheinlich nicht riesig sein wird. Das wäre zu cool. Nee, natürlich nicht. So, bereit. Sind wir bereit? Ich bin mir nicht so sicher. Ich denke schon. Na. Hier geht's aber auch ganz schön zur Sache. Ich komme hier gar nicht raus. Ich möchte doch nur hier raus. Lasst mich doch alle in Ruhe. So, ich weiß, die Wii-Fit-Trainerin ist fit, allerdings nicht fit genug, um uns zu widerstehen. Deswegen hier noch ein wenig posen, hier am Ende. Wir haben uns das Ganze verdient, denke ich. Ich habe allerdings auch keine Belohnung gekriegt hier jetzt. Ich schätze mal, das hat man oben am Anfang gesehen. Aber die ersten drei Runden sind vorbei, das heißt, Herausforderungen warten hier auf uns und wir müssen jetzt, beziehungsweise das heißt wir müssen, ich hätte ja auch ausweichen können, aber wir kämpfen jetzt mal gegen Yoshi. Der gute Yoshi, guckt euch diese lieben Augen an. Wie kann man nur gegen sowas Süßes vorgehen? Und ich bin noch nicht bereit. Wow, Yoshi, hey. Wartest du gefällig, bis ich bereit bin? Sei ein lieber Yoshi. Hui. Ja, mit den Hasenohren ist hier auf jeden Fall gut Sprung. Und der Bumper bumpt. Weiß nicht genau, was er da so bumpt, aber er bumpt vor sich hin. Deswegen smashen wir Yoshi hier jetzt einfach mal raus, beenden den Kampf schnell und gehen direkt mal in die nächste Runde. Runde 5, hier diesmal dann nur gegen King Dedede, bekannt aus Spielen wie Kirby. So, und hier auch direkt in einer eigentlich sehr für uns vorteilhaften Map, nämlich das Mushroom Kingdom, bekannt aus New Super Mario Bros. U, und es sieht tatsächlich sehr schick aus, muss man dazu sagen. Nur. Wage dich. Komm, lass dich jetzt mal. Oder stirb so, das ist auch okay. Ich wollte ihn eigentlich mit dem Baseballschläger mal so richtig wegboxen. Aber stattdessen kriege ich hier zwei neue Trophäen, nämlich Lavados und Globox. Und für alle, die sich fragen, was Globox hier in diesem Spiel macht, ob das auf einen neuen Secret Character hindeutet, ich habe keine Ahnung, was Globox in diesem Spiel macht. Stattdessen kämpfen wir jetzt hier nochmal gegen Team Me. Das vielleicht doch einfach nur random Mies sind. Ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich bin auch nicht so sicher, ob ich das jemals herausfinden werde. Wie gesagt, ich bräuchte mehr Mies auf meinem System, dann könnte man das vielleicht herausfinden. Was hat Luigi eigentlich als... Ah, Luigi hat noch den Mario Tornado, beziehungsweise in dem Fall den Luigi Tornado.
als Runter-Spezial. Das ist sehr cool. Und ich finde es auch schön, dass sich die Mies hier selbst weghauen. Da muss ich gar nichts tun. Und bin gerade gestorben, weil die Kiste explodiert ist. Blöde explodierende Kisten. Habe ich ein Leben verloren wegen der blöden Kiste. Ach, wie ärgerlich. Tatsächlich sehr ärgerlich. Aber ich schätze, wir kämpfen hier wieder gegen Meister und Crazy Hunt. Ja, ich hoffe mal, das packe ich dann auch wieder mit einem Leben. Ich gebe mein Bestes. Und ich gewinne sogar ein Spezialticket. Puh. Sollte ich im nächsten Part dann etwa schon die Crazy Orders machen? Ich glaube besser nicht. Ich glaube, da spiele ich mich zuerst mal noch ein wenig ein. Das hätte ich mir denken können. Das habe ich mir gedacht. Aber ich konnte nicht schnell genug ausweichen. Oh nein, er hat mich schon wieder. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Oh, ich glaube, das hier sieht ganz, ganz schlecht für mich aus. Zumindest, nein, jetzt hat er mich. Oh, 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 nein! Ich bin gestorben, aber ich habe noch ein Leben. Okay, ich habe noch ein Leben, gleich nicht mehr. Oh Mann. Okay, diese Attacken sind übel, weil ich da nicht unten durchkomme. Ich kann nicht durch den Boden durch. Das ist durchaus praktisch. Au, au, au. Hier geht's aber auch richtig, richtig rund. Aber egal, geschafft ist geschafft. Völlig schnurz wie, geschafft ist geschafft. Puh. Ja, hier ein Spezialaufträge-Ticket. Vielleicht widme ich mich. Ich weiß es nicht. Ich denke, ein, zwei Runden spiele ich vielleicht noch so. Erstmal schauen wir uns hier die Luigi-Trophäe an, die, glaube ich, auch wieder genauso aussieht wie die Amiibo-Trophäe. Sehr cool auf jeden Fall. Dann drücken wir diesmal gleich einen Knopf und probieren mal mit Luigi nochmal die Credits. Und da unten kommt noch jede Menge, wo ich freischalten muss. Uiuiuiui. Aber das hier sieht doch auch schon wieder recht gut aus. So, wo fehlt mir denn noch? Da oben fehlt mir auf jeden Fall noch. Nein! Ach komm. Okay, dann versuche ich es zuerst mal hier auf der Seite. Komm! Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich werde ja wohl. Habe ich es geschafft? Nee, was fehlt mir denn noch da unten? So, da unten auch noch. Alles klar, jetzt, habe ich's. Wo fehlt mir denn noch was? Da. Yes, 100% freigelegt. So, sieht's aus.
sehr coole Sache. Da darf Luigi auch noch ein bisschen posen. Mit dem Luigi. Ah ne, falscher Attacke. Perfekt auf jeden Fall. So gefällt mir das. Ja, so soll das sein. Ich bin mal gespannt, ob es dafür. Vielleicht war das sogar ein Meilenstein, ein weiterer Meilenstein. Könnte gut sein. Aber auf jeden Fall werden wir nochmal mit einem sehr coolen Video belohnt. Und ich weiß nicht, was da zwischen Luigi und der Wii Fit Trainerin läuft. Oh, und ich habe dafür auf jeden Fall eine CD erhalten. Sehr coole Sache. Und ja, Tatsache, lege während den Credits den gesamten Hintergrund frei. War einer der Meilensteine. Den habe ich jetzt erledigt. Dafür kriege ich eine CD. Da kann ich die Musik mir jetzt anhören und wohl auch in irgendeiner Stage werde ich die Musik nutzen können. Ja. Erziele mit Palutena mindestens. Palutena mindestens 80.000 Punkte auf Stage 2. Uiuiui. Ja, mit den Meilensteinen, mit dem. Es wartet auf jeden Fall eine sehr, sehr viel große Herausforderung auf mich da mit den Meilensteinen. Ich verlasse euch an dieser Stelle allerdings und ja. Wir sehen uns im nächsten Part mit. Den Spezialaufträgen wieder. Wir sehen uns im nächsten Part mit den Spezialaufträgen wieder. Spontan entschieden. Ich mach's einfach mal. Werde Pikachu. Ich meine, mit Pikachu kann ich nicht viel falsch machen. Von daher, ja, schaltet ein im nächsten Part, wenn es weitergeht mit den Spezialaufträgen. Zum ersten Mal.